alle. Hopp. Ich sollte auftauchen. Danke. Warte mal, was ist da vorne? Zu weit weg. Hier entlang. Und zwar ungefähr hier müsste es sein. Richtig? Ja, fast. Bleiben wir noch ein bisschen über Wasser. Okay, es sind auch nur Sea Pickles. Ja. Passt. Gleich wieder aufgetaucht. Die kann man mitnehmen zwecks Beleuchtung. Unterwasserbeleuchtung. Könnte vielleicht mal von Vorteil sein. Wüsste jetzt noch nicht, was wir damit im Detail machen, aber... Ach du Schande, hier ist außer mehr, mehr und noch mehr, mehr. Nicht viel mehr. Da unten wäre wieder eine Insel. Fahren wir erstmal gerade weiter. Und mit gerade meine ich Richtung Westen. Da kommt was. Da kommt generell was. Das ist aber auch eher Savanne. Haben wir hier? Ich denke ja. Ah, shit. Aber egal. Das müsste auch so gehen. Nein? Nein? Shit, brauche ich eine Schere oder? Ach Gott, Mist. Man braucht also für Korallen, ouch, generell, ouch. Silk Touch, ouch. Schade, aber hier sind auf jeden Fall Korallen. Black ist vielleicht nicht die richtige Farbe. Yellow wollte ich nicht, ich wollte Light Purple. Passt. Und dann langsam an Land mit uns. Wäre wegen Bettchen aufschlagen und schlafen. Okay. Bisschen Zeit haben wir noch. Kürbisse haben wir, glaube ich, schon. Trotzdem mitnehmen. Ach Gottchen. Aber sowas von kein Dorf irgendwo in der Nähe. Schlafen. Und dann werfen wir einen Blick auf die Karte, wie es aussieht. Wie gesagt, alles in allem mehr als sehr ernüchternd. Ich bin, oh Gott, eine Insel. Mit zwei Bergen und dem tiefen blauen Meer, mit viel Tunnels und Gleisen und dem Eisenbahnverkehr, sagt wie mag die Insel heißen, rundherum ist weißer Sand, jeder sollte einmal reisen in das schöne Lummerland. Sorry. Kommt nicht mehr vor. Nee, kann ich nicht garantieren. Wenn's mich überkommt, singe ich auch mal so. Wo war jetzt unser... Ich hatte doch... Da oben. Nicht, dass da irgendwie großartigen Obsidian-Stift stehen würde, den man eigentlich nicht übersehen sollte, außer man heißt Fuxi. Hier liegt der Goldblock wesentlich günstiger als beim letzten Mal. Golden Apple nehme ich. Gold Nuggets? Ne, brauche ich nicht unbedingt. Ich muss mal kurz meine Sitzposition verändern. Ah, gut.
Sesamsamen brauche ich nicht, die Federn brauche ich nicht. Fuß unterschlagen, um wirklich die Position ein wenig zu ändern. Ein Andesit brauchen wir auch nicht wirklich. Knoblauch kann auch da bleiben. Was haben wir da drin? Aqua Affinity. Wenn wir die ganze Zeit am Meer unterwegs sind, eigentlich nicht blöd. Ich habe aber überlegt, jetzt zurück zu porten. Man möge mir verzeihen. Aber um noch etwas Fortschritt zu haben. Und vielleicht... Wir gehen mal ein Stückchen Richtung Nordwesten weiter. Und vielleicht noch die eine oder andere Karotte zu setzen. Kelp haben wir hier zur Genüge. Falls wir mal welchen brauchen. Oh, mein Kaffee ist leer. Aber ansonsten... Eher nicht so, oder? Ich hätte nämlich gedacht, abgesehen davon, dass wir jetzt mittlerweile viel zu weit davon entfernt sind, aber dass wir irgendwo vielleicht noch etwas näher rund um unser Häuschen eine Siedlung haben, also ein Dorf haben. Oh. Ich bin genau in einer Gegend, in der ich eigentlich nicht sein will. Da haben wir eine Wüste. Aber eine ganz Wüste. Ja, wie gesagt, ich hätte gehofft, dass wir noch irgendwo näher um unseren Bauplatz ein Dörflein hätten. Wow. Leben am Limit, was? Leben am Limit. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Haben wir nicht... Nein. Ach so, ich dachte, er wäre runtergeplumpst. Wir haben keinen Knochen. Nein, haben wir nicht. Schade. Ich hätte nämlich gern versucht, ob man die Kojoten auch zähmen kann. Oh. Ernsthaft? Blöde Frage. Was ist denn... Sorry. Das da drüben. Ja, ja, das da. Jetzt? Dried Salt. Was ist das für ein Biom? Wooded Wasteland. Okay. Ist mir aber sowas von egal. Ich will nur hier rauf. Ich habe nur aus dem Augenwinkel die Fackeln gesehen. Also um mal gleich eines klarzustellen. Hier rauf zu gehen und vielleicht irgendwelche Villager zu holen, ist in etwa so sinnvoll wie, keine Ahnung, in der Wüste nach Eis zu suchen oder so. Ein grünes Bett. Ist jetzt meines. Danke, ihr kriegt dafür mein weißes. Oh, Cyanbett. Auch hübsch. Grün. Wirklich? Tatsächlich. Was war das? Terrakotta, ja. So, ich glaube, ich war jetzt oft genug in dem Haus drin. Hey, Bales. Gibt's zur Genüge. Die haben übrigens keine Streifen rundherum. Das ist auch von... ja. Eher... Oh, neue Ausrüstung. Das kann ich brauchen. Das tausche ich gerne aus. Die eiserne Spitzhacke nehme ich auch mit. Und das Brot muss ich leider auch beschlagnahmen. Wow. Können Sie bitte aufhören, mich zu schubsen, Gneher? Ich lasse dir eh was da. Das Brot muss ich leider mitnehmen. Das ist zu köstlich. Wow, zwei wirklich hohe Türme.
Ja, wegen der Haybales, die sind von Vanilla Tweaks, genauso diese verbundenen Bookshelves sind auch von Vanilla Tweaks. Und ich werde jetzt hier, ob ich will oder nicht, ja, lass mich mal kurz hinters Haus gehen. Weg. Iron Boots gebrochen, aber es sind meine einzigen Eisenstiefel. Kohle, Copperstone, die Blumen, Erde, Pumpkin, weg. Dann lass mal hier gucken. Ich würde mal ganz kurz diesen hier machen und dann einmal, zweimal, Brot kann rauf, dreimal, weg, weg, weg. Okay. Denn dann würde ich, magst du mal kurz rausgehen? Schade, ich dachte schon, er macht's wirklich. Curse of Vanishing, ja, möchte ich unbedingt haben. Ich möchte irgendwann unsere Levels loswerden und Level 33 und hier gibt's gratis Bücher. Pfeift doch auf die Siedlung. Ernsthaft, Glazed Terracotta, schön. Viele kleine Mitbürger. Hier waren wir schon, oder? Ich glaube, ja. Grüß Gott. Auf Wiedersehen. Aber Farm gibt's hier nicht wirklich, oder? Nein. Nein. Was bist du? Common Shader. Okay. Ah, Farmer. Gibt's. Grüne Bohnen. Das heißt, eigentlich sollte es auch irgendwo eine. Wow, nett. White Banner. Cool. Was haben wir hier? Eisenbahn haben wir einen ganzen Stack. Jetzt haben wir noch mehr. Es werde Licht. Eisen, Aluminium brauche ich im Moment nicht. Aber das. Autsch. Nicht schrecken, Katze. Ich tue dir nichts. Ich hätte gedacht, dass wir dann irgendwo noch Fender finden. Aber im Moment nein. Nein, die Dekoration, vor allem die Blumen, finde ich äußerst cool. Da unten sind die Felder. Das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Autsch. Wheat, Beetroot, Wheat, 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 Beetroot nehme ich mit. Wheat, Beetroot, Wheat. Das ist, ist hier ein Tempel? Ich möchte mich nicht beschweren, aber ich tue es trotzdem. Hallo Schweinchen und tschüss, ich will dich nicht freilassen. Die Ausbeute an Lebensmitteln ist eher bescheiden. Wieso gibt es hier so viele Emeralds? Herrlich. Brot kann man ablegen. Bücher nehmen wir mit. Komme ich ohne fatales Erlebnis hier rüber? Ja. Brot kann man wieder ablegen. Bei 1 könnten wir gleich knuspern. Genau. Dann gucken wir mal. Emeralds kommen hier rein, die Bücher kommen rein und der Beetroot Seed. Danke. Und es wird schon wieder Nacht. Ich halte es nicht aus. Guten Tag. Aber wie gesagt, von wegen. Nein. Von wegen Ausbeute, Lebensmittel. Achso, ich suche mein weißes Bett, dabei habe ich jetzt ein grünes. Von wegen Ausbeute Lebensmittel und so ist ja eher. Mein 2 Beetroot, ja, ist schön, dass wir die mal haben. Die werde ich aber nicht in. Lass mal gucken.
die werde ich aber, das war's auch schon. Danke sehr, gehen wir raus, bevor uns hier alles auf den Kopf fällt. Die werde ich aber nicht unten in unserem Gewächshaus. Ach so, das ist mein Schatten. Ich dachte schon, da wäre ein Drowned unterwegs. Ist da hinten eine Pyramide oder ist das Zufall? Sieht lustig aus. Die Beetroot werde ich nicht unten in unserem Garten aufschlagen. Ich sehe da nicht so die Sinnhaftigkeit drin. Okay, es ist jetzt 18.58 Uhr. Ich hätte gesagt, wir geben uns jetzt noch bis 19 Uhr. Vielleicht entdecken wir ja hier noch ein Dörflein. Also auf meiner Uhr ist 18.58 und auf meiner Uhr geben wir uns noch bis 19 Uhr. Wenn nicht, werde ich ausnahmsweise den Porter anwerfen. Den Teleporter. Da wollen wir hin. Ist das nur dieser Stein? Nein, das ist dahinter. Passt. Das gucken wir uns noch an, dann geht's ab nach Hause. Dann werden wir mal die ersten Karotten. Nein, ich habe nicht die Sprache verloren. Dann werden wir die ersten Karottchen setzen. Hallo, mein Freund, und tschüss. Einer weniger. Zwei weniger. Und renne. Ich könnte vielleicht noch besser ausweichen. Hoppla! Falls ihr euch fragt, Fire Tick ist ausgeschalten, ja? So viel zu den Pillagern. Die Dreiergruppen sind Gott sei Dank auch mit meinem PvP-Skill relativ harmlos. Kann mir irgendjemand erklären, warum ich ständig die Meldung kriege, oder ständig, oder aber jetzt schon zum dritten Mal die Meldung kriege, dass ich live bin von Stream Elements? Hat es da was mit Stream Elements oder hatten wir wirklich eine Unterbrechung im Stream? Ich check's gerade nicht ganz. Denn wenn das eine Stream-Unterbrechung ist, dann muss ich mal ein dringendes Wort mit meinem Provider wechseln. Oh Gott, mir juckt die Nase, sorry. wo gehe ich hin? Da wollten wir hin. Man kann es eigentlich nicht übersehen, oder? Denn wenn das jetzt stimmen würde, zwei Unterbrechungen in zwei Stunden, nein, das ist zu viel. Okay, da haben wir wieder die schönen Banner. Nett. Hier haben wir einen anderen Banner. Geht's hier auch irgendwo rein? Ja. Okay, ist jetzt nett gemacht, aber... Ach so. Ein Totenkopfschädel. Okay. Aber auch hier hält sich... Ah, da ist der Turm. Wo wollen wir hin? Wir wollen hier hin. Dann wollen wir hier rüber. Ich wollte schon sagen, auch hier hält sich die Ausbeute in Grenzen. Aber ein bisschen was gibt es ja hier zu entdecken. Was haben wir denn hier? Enchanted Book Looting 3. Oh ja, ja, verdammt, ja! Rabbit Stew.